Ja, das bitte jetzt. Mich eben anspricht, ob ich der Sprecher bin vom Herrn Wieb. So. Liebe Erbacherinnen, liebe Erbacher, liebe Freunde aus unserer Nachbarstadt Michelstadt und aus allen anderen Kommunen im schönen Odenwald. Einmal muss ich mich auch rumdrehen. Hallo auch auf die Seite. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zum Erbacher Frühling und zur Eröffnung des Fischmarktes hier in Erbach auf dem Marktplatz. Ja, auch in schwierigen Zeiten versuchen wir immer mal wieder was Neues zu etablieren. Wir haben ja schon seit einiger Zeit den Schlossmarkt hier auf dem historischen Platz etabliert. Ich glaube, alle, die schon mal hier waren, konnten sehen, der Platz wird sehr, dieses Fest wird sehr gut auch mit angenommen. Ja, es ist kein klassischer Markt, wo man vor allem Käse, Fisch, Blumen und so weiter kaufen kann, denn das gibt's ja schon jeden Freitag in Michelstadt. Und ohne Einschränkung auch als Bürgermeister hier in Erbach. Ich freue mich, dass auch dieser Markt in Michelstadt immer sehr gut angenommen wird. Überhaupt kein Neid. Toll, was ihr da in Michelstadt macht. Unser Markt, den wir einmal im Monat machen, ist eher ein Markt zum Verweilen. Also wo man schön essen und trinken kann und hier ein paar schöne Stunden verbringen kann. Ich möchte an dieser Stelle mal ganz herzlich Stefanie Nisselmüller und dem ganzen Team unserer Abteilung Stadtleben danken. Vielleicht könnt ihr einmal wenigstens den Arm heben, dass die Leute mal sehen. Also auch mit kleinem Team kann man immer wieder was machen. Ich finde es toll, mit wie viel Engagement und Liebe ihr immer einen Beitrag leistet, dass hier wieder ein neues Fest in die Gänge kommt. Jetzt also Fisch. Alles ums Thema Fisch, kulinarisch vor allem. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Neustart, wieder eine neue Marke etablieren können, zusammen mit dem in Erbach sehr geschätzten und beliebten Sascha Reue und seiner Familie. Dem können wir auch mal einen Applaus. Sascha Reue, der Ideengeber zu dieser Veranstaltung, und wir als Stadt haben gesagt, da machen wir sehr gerne mit. Also in den Tagen können Sie kulinarisch alles mal genießen rund ums Thema Fisch. Und am Sonntag, traditioneller Frühlingsmarkt, wie es früher hieß, verkaufsoffener Sonntag, wird es dann noch weitere Bereiche in unserer Stadt geben, die mit dazugeschaltet werden. Und für alle die, einige habe ich erkannt, die sehnsüchtig auf die Bratwurst warten, am Sonntag wird es dann auch an anderer Stelle, nicht hier, die Bratwurst geben. Bratwurst, ganz wichtig, habe ich gelernt. Also, heute feiern wir das Thema Fisch. Wie ihr seht, haben wir auch die Mümmling ein bisschen festlich geschmückt. Und wenn sich das hier bewährt, was wir jetzt zum ersten Mal starten, dann haben wir vor, das im Herbst nochmal zu wiederholen. Und ich bin sicher, dass wir da noch viele neue, weitere Attraktionen haben, um dieses Thema Fisch. In Hamburg würden Sie wahrscheinlich sagen, Suche, immer Suche. Entspannt, ohne Stress, bauen wir das Ding hier auf. Wenn das klappt, jetzt und vielleicht im Herbst, dann haben wir das nicht zuletzt unseren Sponsoren zu verdanken. Also, kleines Team, kleine Kasse, und deshalb ganz herzlichen Dank, Herr Christmann und seine Frau von der Firma Trelleborg, Alexander Beck und Frau von unserer Volksbank, Herr Heckmann und Frau von unserer geliebten Schmucker Brauerei, Norman Pfalzgraf von unserer Sparkasse. Herzlichen Dank, bitte auch einen Applaus an die Sponsoren, ohne die geht's heute nicht mehr. So, ihr wollt, denke ich, keine Reden hören hier. Ich kriege noch Signale. Was soll ich noch sagen?
Ah, Mensch. Ja, du stehst an falscher Stelle. Also, einen ganz wichtigen, nicht nur Sponsor, sondern auch Mitstreiter, Matthias Brandt vom Gewerbeverein. Ich grüße euch. Ja, wenn man so am Rand steht. Also, keine langen Reden. Ich brauche jetzt selber auch was zu essen und was zu trinken. Ich wünsche allen viel Spaß, viel Geselligkeit in diesen Tagen. Passt auf, dass euch keine Schwimmhäute wachsen. Und freue mich, wenn ihr Freude habt und wenn wir uns bald hier wiedersehen. Also, danke, Leinen los! Leinen los. Und keiner begrüßt Odenwald TV, das sind schon eine Frechheit. Weltweit. Wherever you watch us in the world. It's still live und die Leute kennen echt an. Im Odenwald. Genau. Alles Gute für Wonderful. Euch. Wonderful. And now, there's the music. Was ist denn das Ding zum Umdrehen? White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, a taste. Light smoke, struggling to pay. So, also da ist die Kamera, da muss ich wegmachen. Das war's von mir. Ich habe mir eine neue Fahrradbrille gekauft und das war jetzt ein Zufall, weil wir waren gerade mit dem Fahrrad unterwegs auf dem Erbacher Marktplatz mit meinem nagelneuen E-Bike, das hier steht. Ich wollte eigentlich mit dem Gimbal arbeiten, aber der war wie immer nicht geladen, sodass ich jetzt leider etwas wackeliger aus der Hand arbeiten musste. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, das hier in Erbach schon am Donnerstag begonnen hat. Die haben also versucht, wieder den Marktplatz mal zu aktivieren. Da gibt es ja immer so eine Streitkultur, ob mehr Autos oder mehr Menschen drauf sollen. In dem Livestream möchte ich das nicht weiter erörtern. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit den Erbachern. Und ich gehe jetzt zum Nino davor und trinke meinen kalten Cappuccino. Ciao, ciao.